Falls du gerne wissen möchtest, wie sich bestimmte Sternenkonstellationen in deinem eigenen Leben wirklich auswirken, dann erzähle ich dir jetzt in diesem kurzen Video, was dir viele Astrologen leider nicht sagen, was aber wirklich von grundlegend wichtiger Bedeutung ist, um Astrologie in der Tiefe zu verstehen. Mein Name ist Margit Strasser. Und ich bin ausgebildete Astrologin mit über 20-jähriger Praxistätigkeit mit vielen, vielen Menschen. Und ich bin seit Anfang an fest verwurzelt in der Welt der kosmischen Gesetze, in die wir alle eingebettet sind und die in gleicher Weise für uns alle gelten. Die haben auch unglaublich viel mit Astrologie zu tun, was uns leider heutzutage auch nicht mehr unbedingt erzählt wird. Und jetzt ist es an der Zeit, dieses Wissen wieder zu entdecken. Deshalb halte ich es auch grundlegend für sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass sich nicht jede Sternenkonstellation gleichermaßen für uns alle auswirkt, wie uns oft einfach erzählt wird. Und wenn wir wirklich wissen möchten, wie genau sich eine aktuelle Gestirnskonstellation in unserem eigenen Leben auswirkt, in welchen Lebensbereichen, in der Partnerschaft, im Beruf, im Privatleben, wo auch immer, dann müssen wir wirklich den Bezug zum eigenen persönlichen Geburtshoroskop herstellen. Dann können wir Antworten finden und dann lassen sich auch wirklich konkrete Aussagen treffen. Ja, es reicht leider alleine nicht aus, nur die Potenziale zu sehen, die diese Konstellation allgemein bietet, oder das betroffene Haus zu finden, in die diese Konstellation fällt, so wie es uns manche Experten vielleicht gut gemeint vorgeben. Nur so einfach ist es leider nicht. Denn nur, und zwar wirklich nur, wenn sich Verbindungen zu unserem eigenen Geburtshoroskopen, zu den wichtigen Punkten des Geburtshoroskops ergeben, wie zum Beispiel zum Aszendent, zu den persönlichen Planeten, zu Achsen, Häusern oder sonstigen wichtigen Punkten, dann, aber auch nur dann, werden wir die Auswirkungen dieser Konstellation in unserem eigenen Leben einfach spüren und nachvollziehen können. Und dann dürfen wir wirklich beeindruckende und prägende Erfahrungen machen, die wir auch dann zeitlich nachvollziehen können. Das ist ein absolut spannendes Thema. Ja, viele Konstellationen, ganz allgemein gesehen, die werden leider sehr oft ausgenutzt, um Aufmerksamkeit zu erregen, Klickzahlen zu generieren, Schlagzeilen zu machen. Ja, in anderer Weise werden oft sogar vorsätzlich Ängste geschürt, was ich überhaupt gar nicht gut finde. Oder vielleicht die gegenteilige Entsprechung, werden uns oft Möglichkeiten hingestellt oder Versprechungen gemacht, dass uns bei bestimmten Konstellationen das Glück dann einfach in den Schoß fällt und wir überhaupt nichts mehr machen müssen und das Leben dann das Füllhorn über uns ausschüttet. Ja, natürlich gibt es diese Situationen, aber generell ist es leider nicht so einfach. Und mir persönlich wird immer viel zu wenig über die dahinterstehenden Lernaufgaben gesprochen, denn jede Konstellation bringt ihre Lernaufgaben mit. Sowohl für Entwicklungen von vielen Menschen als auch immer für unsere persönliche Entwicklung, wenn wir selbst betroffen sind. Das finde ich immer unglaublich wichtig, denn diese Lernaufgaben bieten uns oft mehr Potenzial als irgendwelche glücklichen Fügungen, die wir natürlich gerne haben möchten. Ja, dieses Potenzial, das sich uns bietet, das können wir uns mit Hilfe unseres freien Willens dann erschließen. Allerdings, by the way, reicht Wollen alleine oft nicht, sondern wir müssen auch tun. Wir müssen also bereit sein, die Ärmel hochzukrempeln und unsere Lernaufgaben ganz einfach anzupacken. Dann funktioniert's in dieser Zeit. Die aktuelle Signatur von Jupiter und Uranus am Sternenhimmel, die jetzt im April 2024 stattgefunden hat und die uns jetzt begleitet für die nächsten 14 Jahre,
Die läutet natürlich einen Zyklus von wirklich Möglichkeiten, Chancen und Potenzialen ein, die wir uns natürlich im eigenen Leben, wie gesagt, wenn unser Geburtshoroskop betroffen ist, ungemein erfolgreich erschließen können. Aber generell, allgemein betrachtet, können wir wirklich die Erkenntnis daraus gewinnen, dass die Konjunktion von Jupiter und Uranus am Sternenhimmel auch darauf hinweisen möchte, dass wirklich ernsthaft und verantwortungsvoll angewandte Astrologie sich wesentlich und essentiell unterscheidet von der gängigen Unterhaltungsastrologie, die uns sehr, sehr oft angeboten wird. Denn wahre Astrologie, die wurzelt immer in den kosmischen Gesetzen. Und dann dient sie uns auch als unglaublich wertvolle Orientierungshilfe für alle möglichen Herausforderungen, die uns das Leben vielfältig hinstellt. Ja, und wenn du jetzt mehr wissen und tiefer einsteigen möchtest in allgemein die Welt der Astrologie oder in die Welt der ultra spannenden kosmischen Gesetze, dann lade ich dich jetzt herzlich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Im Link unter dem Video findest du alle notwendigen Daten dazu. Abonniere meinen Kanal, um zukünftige Videos und vor allem Interviews mit interessanten Menschen nicht zu verpassen. Ich danke und freue mich auf dich.